Ein ganz schnelles Schmankerl, der Apfelauflauf. Wie ich den mache, sage ich. Wenn es wieder wirklich schnell gehen muss, dann ist also Apfeltopfenauflauf wirklich ganz genau das Richtige. Warum? Ein paar Minuten Arbeitszeit, ein bisschen Zeit im Ofen und man hat was Gutes zum Essen. Übrigens, wenn man jetzt fragt, was ist Topfen? Bei uns in Österreich ist der Topfen Quark. Ganz einfach Quark, bei uns eben Topfen. Gut, was brauchen wir da noch dazu? Äpfel natürlich, wir brauchen Eier dazu, wir brauchen einen Grieß, Weizengrieß, hart oder weich, könnt ihr beide nehmen. Dann brauchen wir an Zucker, Salz, wir brauchen an Backpulver, Vanillezucker und den Saft von einer Zitrone und ein bisschen Schale werden wir auch dazu nehmen. Und was wir dann noch brauchen, ist so ein bisschen Butter, damit wir da die Auflaufform ausstreichen können. Das wäre es gewesen und wir könnten starten. Die Äpfel habe ich in so Scheiben geschnitten, das kann man natürlich mit einem Messer machen oder eben so, schaut einmal, die werden so 3 mm werden die circa haben. Ich habe das gleich mit so einem Hobel gemacht. Wie gesagt, kann man auch mit einem Messer machen. Die werden wir jetzt einmal mit Zitrone beträufeln, damit sie nicht allzu braun werden. Da sieht man, Zitronenzeste habe ich mir da schon vorbereitet, die habe ich schon abgerieben. Und jetzt werden wir ganz einfach die Zitrone da reindrücken. Und so schaut es dann aus. Können wir auf die Seite legen. Und jetzt werde ich ein bisschen mit den Fingern das ein bisschen durchmischen, dass diese Zitrone überall hinkommt und das verhindert die Oxidation. Das heißt, dass Äpfel dann braun werden. So, das wäre es schon gewesen. Natürlich kosten. Herrlich. Diese Süße und das Saure. Einfach was Herrliches. Gut, jetzt geht es natürlich weiter. Was man gar nicht vergessen darf, vorher schalte ich schon den Ofen ein, weil jetzt geht es nämlich wirklich rund. Wir sind gleich fertig. Ich schalte auf 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze. Wir müssen die Eier einmal aufschlagen. Nachdem alle drei Eier drinnen sind, kommt noch der Zucker rein und Salz und Vanillezucker. Das kommt da alles rein. Die anderen Sachen richte ich mir einmal schon her. Die lasse ich hier auf der Seite und wir schlagen jetzt nach ein paar Minuten die Eier auf. Und wenn das so eine gewisse Plastizität hat, dann kommt hier jetzt der Topfen rein. Den leeren wir einfach rein und werden ganz vorsichtig unterrühren. Und wenn das so eine homogene Masse wird, dann kommen noch die letzten Zutaten. Da habe ich das Backpulver, das werde ich reinsieben. Dann kommt noch der Grieß rein und die Zitronenschale, Zitronenzeste. Und das mischen wir jetzt noch einmal durch. Und wenn das jetzt alles wirklich gut vermischt ist, was brauchen wir jetzt? Jetzt nehmen wir die Hälfte der Äpfel, nur die Hälfte. Die andere Hälfte brauche ich nachher, die werde ich nämlich noch drauflegen. So. Und die werden wir jetzt mit einem Kochlöffel noch untermischen, damit sie sich im Teig schön gleichmäßig verteilen. Der Geruch von Äpfel, Zitronenschale und dann diese Vanille, es ist einfach wirklich sehr gut. Ich weiß genau, was mir bevorsteht, wenn dieser Auflauf fertig ist. Das wird ein Genuss. So schaut es aus. Ihr seht, das ist wunderbar verteilt da drinnen. Das wäre es auch schon gewesen so. Und da nehmen wir uns jetzt unsere Auflaufform. Die habe ich, wie ihr seht, die habe ich schon eingebuttert. Und da legen wir das jetzt einfach rein. Was passiert? Einfach ein bisschen aufteilen, damit überall was hinkommt. Und damit ist eigentlich der Auflauf fast fertig. Jetzt nehmen wir noch diese halben Apfelscheiben und lege sie einfach da drauf. Ich drücke es ein bisschen so schräg rein. Warum mache ich das? Dann kriegt es so eine richtig schöne Farbe oben, die Äpfel. Und es schaut ganz gut aus. Und nachdem ich jetzt die letzten Äpfel da verteilt habe,
können wir eigentlich schon, das lege ich jetzt einfach drüber, dann können wir das Ganze schon in den Ofen reingeben. So schaut es aus und wir geben es jetzt 45 Minuten circa bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober- und Unterhitze einfach reinlegen. Ich schaue mir das jetzt einfach nach 40, 45 Minuten an und dann sehen wir weiter. Wenn es eine schöne Farbe hat, kommt es raus. Wir sehen uns. Jetzt war er 45 Minuten drin. Das hat gereicht. Ich kann alles zurückdrehen, abdrehen und er ist ganz wunderbar geworden. Genauso wie ich ihn will. Schaut euch was an. Ein ganz herrlicher Auflauf. Der Geruch von diesen Topfen und diesen Äpfeln und jetzt noch diese Gewürze wie Vanille und Zitrone. Ganz was Feines. Jetzt werden wir aufschneiden. Schauen wir mal rein. Und dann kommt er gleich auf den Teller und schaut euch was an. Dieser Topfenteig, der ist ganz eigen. Er schmeckt so gut, so fein. Eine Gabel werden wir brauchen. Ganz fein. Ganz was Eigenes. Ich wüsste jetzt gar nicht, mit was ich das vergleichen soll. Es ist kein Apfelstrudel, es ist kein Kompottort. Es hat was ganz Eigenes. Dieser Topfen und die Äpfel. Und dazu eben Vanille, Zitrone. Es hat wirklich... Probiert das aus. Das schmeckt ganz, ganz, ganz gut. Und wie gesagt, das ist gleich fertig. Ein Auflauf, der in 50 Minuten, einer Stunde seid ihr fix fertig und kommt am Tisch. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür. Pfiat euch.